Der Sänger John Davis ist mit 66 Jahren an Corona verstorben. Weltbekannt ist Davis als eine der echten Stimmen von Milli Vanilli geworden. Seinen Tod gibt seine Tochter Jasmin am Montag auf Facebook bekannt. Leider verstarb mein Vater heute Abend am Coronavirus. Er machte viele Menschen glücklich mit seinem Lachen und seinem Lächeln, seinem glücklichen Wesen, seiner Liebe und vor allem durch seine Musik. Jasmin weiter: Er gab der Welt so viel. Bitte gebt ihm eine letzte Runde Applaus. Wir werden ihn sehr vermissen. Produzent der Popband Milli Vanilli war Frank Farian. Hits We Girl You Know It's True haben weltweit für Furore gesorgt. Allerdings sorgte die Band für einen Skandal, als bekannt wird, dass die beiden Frontmänner nur Playback singen. John Davis ist einer der echten Sänger der Gruppe. Er hat in Fürth gelebt, hatte mit Frontmann Fabrice Morvan noch Kontakt. Davis singt während der Corona-Pandemie für Altenheimbewohner, um ihnen damit Mut zu machen. Dann erkrankt er selbst an Covid-19.